Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und wir haben keinen Trainer mehr. Der VfB Stuttgart hat es mal wieder geschafft, im Herbst einen Trainer zu entlassen. Sind eigentlich keine Neuigkeiten. Trotzdem finde ich, dass diese Tatsache mehr braucht als eine gewöhnliche STR-Ausgabe. Deswegen habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen Gast, der hier schon mal dabei war. Der Ron, der vor allem natürlich mit seinen Podcast-Produktionen, die meistens solo stattfinden, sich einen Namen gemacht haben dürfte. Ron, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Jetzt habe ich ganz vergessen zu sagen, um welche Podcast-Produktionen es sich handelt. Ich gehe mal davon aus, dass dich alle schon kennen. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dich müssten alle unbedingt kennen. Es geht natürlich um die Nachspielzeit. Auf Twitter bist du zu finden unter Brustring 1893. Auch da kommt immer wieder guter Content. Also solltet ihr Ron aus irgendwelchen Gründen noch nicht folgen, ich kann es wirklich nur empfehlen. Und die Nachspielzeitfolgen, Ron, das muss ich dir auch nochmal sagen, sind für mich wirklich immer wieder ein Genuss. Gerade die letzte auch wieder zum Präsidenten. Man muss sie unbedingt hören. Ich kann sie nur weiterempfehlen. Vielen Dank. Und der andere, das ist eigentlich schon ein bekannter Mann in Sachen VfB-Podcast. Den muss man fast nicht mehr vorstellen, glaube ich. Regelmäßig zu hören bei den Spielvorschauen, so kann man es, glaube ich, nennen. Martin ist da vom Brustring Talk. Hallo Martin. Hallo Ricky. Jetzt habe ich noch damit so ein bisschen gehadert, von welchen Spielen du da zuletzt gesprochen hast. Ich bin nicht so gut vorbereitet, weil ich mit diesem Trainer Rauschmiss, sage ich ganz ehrlich, gar nicht so gerechnet habe. Und ihr glaube ich schon eher. Da sind wir nämlich schon genau bei dem Thema, das ich heute natürlich unbedingt besprechen möchte. Der VfB hat seinen Trainer mal wieder entlassen. Und wer euch auf Twitter liest, ja, also beide sind ja bekannte Hunde, möchte ich fast schon sagen. Muss man vielleicht noch dazu sagen, der Martin ist auf Twitter zu finden unter @2_4_2. Aber um dich noch vorzustellen, ich glaube, da bedarf es meinen kleinen Podcast hier nicht. Trotzdem, wie seht ihr es? Wart ihr überrascht, dass dann Korkut doch am Sonntagmorgen entlassen wurde? Oder, ja, Martin, ich frage jetzt mal dich, hast du im Endeffekt schon damit gerechnet, dass es jetzt noch vor der nächsten schweren Aufgabe gegen Dortmund eine Entlassung geben wird? Also der Zeitpunkt war dann vielleicht doch noch überraschend, nachdem er wirklich am Samstag Reschke so stark letztendlich vehement jeglicher Trainerdiskussion widersprochen hat. Ich meine, klar, wir kennen alle Fußballfunktionäre, die stellen sich gerne mal hinter den Trainer und haben eigentlich schon das Messer im Rücken. Also das ist das Messer in der Hand, um in den Rücken zu fallen oder zu stechen. Das ist ja prinzipiell nichts Neues. Aber ich war dann doch überrascht, weil ich hatte irgendwie, für mich hat sich das von Reschke schon recht überzeugt eigentlich angehört, dass er ihn noch nicht entlassen wird. Vermutlich hat da jemand anderes seinen Daumen gesenkt und sich gegebenenfalls auch über die Meinung von Reschke hinweggesetzt. Er hat gesagt, nee, sind wir beim Präsidenten. Ich bin mir sicher, die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, so, wie sieht's denn aus? Und Reschke hat gesagt, ja, gib ihm noch Zeit. Also, ist jetzt nur ein bisschen eine Vermutung. Aber Dietrich hat gesagt, du, das wird nichts mehr und hör mal damit auf. Also, ich glaube, Dietrich hat da mit Sicherheit auch ein gehöriges Wort mitgeredet. Und deswegen war ich aufgrund der Tatsache, wie es am Samstagabend lief oder wie die Interviews waren, war ich dann doch überrascht, dass es so schnell geht. Aber trotzdem gehe ich davon aus, dass du im Prinzip kein Problem mit der Entlassung hast und die für richtig erachtest. Ich erachte sie für richtig, ja, weil ich wirklich in 7 Spieltagen, einem Pokalspiel und einer 2-monatigen Vorbereitung einfach nicht erkannt habe, wohin Korkut will, was er spielen will. Und ich habe vor allem keine Entwicklung gesehen. Also ich habe kein Problem damit, wenn die aus der Sommerpause rauskommen, Trainingslager starten und es vielleicht noch nicht, die ganzen Automatismen noch nicht greifen, das alles noch nicht so ganz rund läuft, gerade beim ersten Pokalspiel und vielleicht auch die ersten 2 Spieltage. Aber dann erwarte ich schon, dass nach der Vorbereitungszeit, in der du den kompletten Kader fast zur Verfügung hast, dass ich dann irgendwas auf dem Platz sehe, irgendwo, wo die Reise hingehen soll. Und das war nicht zu erkennen. Und damit kann ich mit dieser Trainerentlassung, mit anderen konnte ich beim VfB nicht so gut leben, aber mit der kann ich diesmal wirklich leben. Ron, ich habe ja auf Twitter gelesen, du warst jetzt auch nicht unbedingt der größte Befürworter für ein langes Engagement, was Taifun Korkut angeht, zumindest nicht nach diesem Start, was ich auch gut nachvollziehen kann. Aber wann hat sich bei dir so die Meinung durchgesetzt, das wird nichts mehr mit Korkut? Weil ich kann mir vorstellen, dass es dir vielleicht so ging wie vielen Fans, dass man schon die Hoffnung hatte, dass man sich doch sehr getäuscht hat in Taifun Korkut und dass es ja irgendwie funktioniert. Man weiß nicht so richtig, warum, aber es funktioniert vielleicht doch. Aber wann war bei dir diese Hoffnung weg?
Also latent hat sich das bei mir eigentlich im Lauf der letzten Spiele schon so nach und nach aufgebaut. Paradoxerweise war es bei mir aber dann nach dem Bremen-Spiel, wo man zwar gewonnen hat, aber halt auch wieder mit einer Leistung, die keine Verbesserungen dargestellt hat in irgendeiner Art und Weise. Nach dem Bremen-Spiel war es für mich dann eigentlich durch mit dem Thema. Hätte mir auch tatsächlich gewünscht, dass es zu dem Zeitpunkt schon erfolgt, diese Trennung, auch wenn es natürlich, wenn man es realistischerweise gesehen, wahrscheinlich nicht macht, nach einem Sieg den Trainer entlassen. Aber wie gesagt, da war es für mich dann rum und allerspätestens vorbei war es dann mit der Veröffentlichung der Aufstellung jetzt im Spiel gegen Hannover. Ich war ja eher ein Gegner davon, Tayfun Korkut schon sehr früh in der Saison zu entlassen. Hauptsächlich habe ich das an bis dato nur 3 Niederlagen festgemacht. Ich habe mir halt so gedacht, okay, du entlässt keinen Trainer, nachdem es 3-mal schiefgegangen ist. Natürlich, ich gebe euch recht, die Entwicklung an sich, die hat sich mir so auch nicht dargestellt. Aber ich habe mir halt gedacht, vielleicht muss man einem Trainer auch einfach die Möglichkeit geben, nachzujustieren und dann nochmal, ja, einfach mit neuen Ideen, ja, dem Mann die Chance geben, das Ruder wieder rumzureißen. Aber das große Problem für mich war dann eher das Hannover-Spiel. Weil das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, warum Tayfun Korkut die komplette Aufstellung, die eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert hat gegen Bremen, das war kein gutes Spiel, aber man hatte ein Erfolgserlebnis, dass sie die komplette Aufstellung nochmal über den Haufen werfen, plötzlich mit einer Fünferkette kommen, dann vor allen Dingen mit so Argumenten, dass man über die Außen Gas geben möchte und da steht halt auf einmal ein Andy Beck. Ich meine, wenn ich nach hinten absichern will, okay, kein Problem. Ich kann wirklich damit leben, dass er mal ein Beck spielt und Maffeo mal eine Pause bekommt. Aber genau das, was Beck machen sollte in dem Spiel, da hast du einen Maffeo auf der Bank sitzen, der genau da reinpasst eigentlich. Und also für mich war das fast schon wie das Schalke-Spiel unter Wolf. Ich hab mich echt gefragt, ob der das jetzt gerade absichtlich macht. Ich weiß nicht, Ron, was ging dir durch den Kopf, als du die Aufstellung am Samstag gelesen hast? Das ließ sich ja, aha, defensiv, 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 noch mehr defensiv, okay, wo sind die Offensiven? Und wenn man sich dann, das wurde jetzt auch schon zur Genüge besprochen, aber wenn man sich vor Augen hält, dass man gegen den damaligen Tabellenletzten gespielt hat, der wirklich verunsichert war und man auch im Spiel während kurzer Phasen sehen konnte, wenn man mal Druck macht, dass da wirklich was geht. Da aber dann mit einer Fünferkette und 3 Sechsern aufzulaufen, das ist für mich ein eindeutiges Zeichen, dass da jemand nicht verstanden hat, in welche Richtung es gehen muss und wo die Möglichkeiten sind, weil da jetzt von einem Füllkrug, der wieder fit geworden ist, Angst zu haben oder wie auch immer, kann ja nicht die Grundlage sein, so in ein Spiel reinzugehen. Martin, hast du dir auch die Augen reiben müssen, als die Aufstellung über Twitter bekannt gegeben wurde? Oder hast du so ein bisschen damit gerechnet, dass er im Endeffekt das macht, was wir ja in den letzten Wochen immer wieder sehen konnten, nämlich eigentlich immer total auf die Defensive zu setzen, egal gegen welchen Gegner es eigentlich geht? Ich hatte das, glaube ich, im Vorbericht bei meinem Sportradio gesagt. Also mich würde es nicht überraschen, oder es wird defensiv. Das war klar, dass es so defensiv wird, damit hatte ich nicht gerechnet, weil genau das, was Ron auch gerade gesagt hat. Du spielst gegen den Letzten, die sind verunsichert. Ich habe jetzt von Korkut nicht erwartet, dass er irgendwie quasi nur statt der bisher 8 Defensiven, dass da quasi nur noch irgendwie 4 oder 5 sich rumtummeln. Aber ein bisschen mehr Offensive habe ich schon einfach gedacht, dass er sich trauen wird, weil du hast einen Sieg im Rücken. Wie der Sieg zustande gekommen ist gegen Bremen, wissen wir alle. Aber du hast den Sieg trotzdem im Rücken. Du hast die 3 Punkte. Und dann hast du eigentlich ein gutes Gefühl. Und dann bremst du die komplette Mannschaft, bremst du alles wieder aus. Und was einfach das Erstaunliche ist, auch wenn man die Wochen davor eben anguckt, er hat ja immer gewechselt und dann ist es ein Ticken offensiver geworden. Das muss er doch ein und es hat besser funktioniert. Das muss er doch irgendwann mal sehen, dass, hey, guck mal, wenn ich ein bisschen offensiver spiele, dann habe ich mehr Chancen. Dann passiert da vorne was. Er hat es ja dann korrigiert zur zweiten Halbzeit. Aber ich glaube, wir haben uns alle gefragt, warum zur zweiten Halbzeit? Wieso korrigierst du das nicht warum machst du das nicht von Anfang an? Weil dann hättest du eben dir die Chancen erspielt, die du auch in der zweiten Halbzeit hattest. Und ich bin mir sicher, wären wir ähnlich wie in der zweiten Halbzeit in das Spiel reingegangen, Hannover hätte sich relativ, ja, mit der weißen Flagge ergeben, weil da ging eigentlich gar nichts. Aber du bringst den Gegner komplett ins Spiel und das ist einfach unverständlich, wie du mit dieser Defensivtaktik so die Punkte wirklich herschenkst. Und dann fragst du dich, genau wie du auch gefragt hast, macht er das mit Absicht?
war dem eigentlich eh schon klar, das ist eh so mein letztes Spiel, jetzt mache ich eigentlich auf, jetzt mache ich einfach egal. Egal, was die Leute von mir halten und ich fliege eh raus, es ist mir eh egal. Also das fragst du dich dann wirklich, was da der Hintergedanke war, weil er müsste es ja eigentlich gesehen haben die letzten Wochen, dass mit einem Hauch mehr Offensive, diese Prise mehr Offensive, dass da einfach was geht, aber er wollte es nicht, er konnte es nicht. Es ist das sind die großen Fragen. Was ich mich frage ist, ob er es wirklich so vorgegeben hat oder ob die Mannschaft das nicht so richtig umsetzen kann oder will, was sie eigentlich als Idee präsentiert bekommen haben. Weil das wirkte auch, ja, es war defensiv, aber es wirkte trotzdem nicht besonders engagiert. Ich erinnere mich da, ich muss wieder Andreas Beck nennen und es hat wirklich nichts damit zu tun, dass ich ihn persönlich jetzt da irgendwie für die ganze Krise verantwortlich machen will. Aber wenn ich halt das Zweikampfverhalten sehe bei diesen zwei Gegentoren, wo der einfach, der steht halt einfach irgendwo, der steht halt da. So, der eine flankt, dem guckt dazu, wie er flankt, dann kommt der Ball bei uns ins Zentrum, ins Strafraumzentrum. Da gibt's auch noch zwei Innenverteidiger, die sich gegenseitig auf den Rücken gucken und das war's. So, und da frage ich mich halt, ob das, ja, das kann man doch fast nicht mit einer schlechten Taktik erklären. Das muss doch eigentlich von der Mannschaft, oder da muss es doch auch Probleme in der Mannschaft geben, möchte ich mal so sagen, Martin, oder siehst du es anders? Also da war mit Sicherheit schon wieder einiges, was mannschaftsintern oder Verhältnistrainer-Mannschaft falsch gelaufen ist, weil das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Alles, was wir gerade sagen über Korkut, der Mannschaft, ist gerade so ein bisschen außen vor, aber da kannst du mit Sicherheit auch ein paar Sachen vorhalten. Und selbst wenn dein Trainer dir eigentlich sozusagen nichts auf den Weg mitgibt, du kannst kämpfen, du kannst mal eine Grätsche ansetzen, du kannst fighten, du kannst versuchen, am Mann zu stehen, du kannst versuchen, Fußball zu spielen. Das schaffst du, das sind 11 Profifußballer auf dem Platz. Blöd gesagt, so ein bisschen ohne Trainer sollten die auch klarkommen. Wie gesagt, selbst wenn sie sagen, Junge, das, was der heute erzählt hat in der Kabine, es ist einfach der totale Schwachsinn, lasst uns einfach ein bisschen selber Fußball spielen. Aber da hatten wir auch schon das Gefühl gehabt, die hatten da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Dieses berühmte gegen den Trainer spielen, so sah es auch für mich aus. Das war einfach, ja Gott, ist eh bald vorbei, was soll man da jetzt eigentlich noch groß? Nee, lass mal, arg anstrengend brauchen wir uns nicht mehr, der nächste dürfte ja bald wieder da sein. Also so ein bisschen muss man da auch mit Sicherheit die Mannschaft im Hinterkopf behalten, dass die da nicht so ganz ohne jegliche Kritik aus diesen Sachen rausgeht. Aber sie schaffen es trotzdem immer wieder, mehr oder weniger unbeschadet aus diesen Situationen rauszukommen. Weil ja, die Zeit unter Wolf, als sie zu Ende ging, da muss man ja auch die Frage stellen, ob da alle wirklich alles gegeben haben. Und ich denke mal, da werden die meisten auf dieselbe Antwort letzten Endes kommen. Aber auch gerade dieses Thema, dass die Mannschaft vielleicht nicht mehr so richtig hinter dem stand, was der Trainer so vorgegeben hat, wurde ja vom Herrn Barner noch gestützt, als er gestern wieder mal einen seiner berüchtigten Artikel rausposaunt hat. Ronda, hieß es, dass die Mannschaft auch nicht so richtig nachvollziehen konnte, warum Andy Beck überhaupt aufgestellt wird. Glaubst du, dass da was dran ist, dass die Mannschaft sich schon mehr oder weniger vom Trainer verabschiedet hat, obwohl der noch auf der Bank saß? Also bei solchen Aussagen tue ich mich grundsätzlich schwer, insbesondere auch bei dem Autor, weil er auf der einen Seite mitunter ja schon recht gut informiert ist, um es mal so zu informieren, um es mal so zu formulieren, aber ob solche Interna, die dann quasi aus der Kabine kommen, bis dahin durchgesteckt werden, weiß ich nicht. Dass es Diskussionen um Taktik zumindest gegeben hat, ist ja auch in den Spieltagen zuvor in der einen oder anderen Äußerung, zum Beispiel Mario Gomez, der da ja was in die Richtung gesagt hat, schon rausgekommen. Also ich glaube, Diskussionen gab es da schon. In welche Richtung die natürlich gelaufen sind, wie diese Lager sich aufteilen und so weiter. Wer weiß, es wäre reine Spekulation. Was so schade ist, zumindest aus meiner Sicht, ist halt, es hätte wirklich so eine Art Cinderella-Story werden können. Im Endeffekt haben wir ja alle damit gerechnet, dass es so läuft, wie es jetzt zur Hinrunde läuft, und zwar schon als Taifun Korkut vorgestellt wurde. Also da hat ja, glaube ich, keiner von euch, ich möchte jetzt euch da zwar nichts in den Mund legen, aber ich hab ja eure Podcasts gehört, kein besonders gutes Gefühl gehabt, als Taifun Korkut als der große Retter angekündigt wurde. Und jetzt hat sich das so eingestellt. Es wurde ja so ein bisschen darüber spekuliert, ob es sein kann, dass er so ein bisschen den Anschluss an der Liga-Entwicklung auch verloren hat, jetzt gerade zum Beginn der Hinrunde. Also in der Rückrunde hat es sehr gut funktioniert, dass man halt versucht, mit wenig Aufwand ein Tor zu erzielen, beziehungsweise meistens hat halt auch geklappt, dass die erste Chance gleich reinging und sich dann ja einfach dann wirklich die Defensivspieler sehr, sehr gut positioniert haben. Man hat kein Gegentor gefangen und man hat so die Spiele über die Zeit gebracht. Wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, dass Taifun Korkut
vielleicht jetzt gar nicht so die Mannschaft verloren hat, beziehungsweise die Taktik so viel falsch war, sondern dass er sich als Trainer einfach nicht weiterentwickelt hat und nicht so richtig sich an die neue Sachlage, die die Bundesliga aktuell bietet, angepasst hat. Ron, kann das sein, dass es einfach an der Art und Weise, an der, wie soll man sagen, dass er halt nicht leer zulernen möchte, sage ich jetzt mal, und die Mannschaft ja dann weiterhin so eingestellt hat wie in der Rückrunde? Also es könnte durchaus sein, dass wir auch in Deutschland endlich mal an einem Punkt angekommen sind, wo es tatsächlich mal wieder ein bisschen vorwärts geht, was die Weiterentwicklung des Spiels angeht. Und das machen manche besser und manche schlechter. Ich glaube, Korkut ist ja da jetzt nicht alleine. Es gibt ja auch noch andere Mannschaften, die da überraschend relativ weit unten stehen. Aber den Eindruck, den er gemacht hat, durch seine Aufstellungen, durch das viele Rumprobieren, wechselnde Aufstellungen, Spielsysteme, Interpretation von Spielsystemen und so weiter, hat jetzt nicht unbedingt den Eindruck erweckt, dass da ein großer Plan dahinter steht, dass man ein Ziel verfolgt, sondern eigentlich war es immer nur, hoffentlich finde ich jetzt mal irgendwas, was funktioniert über zwei Spiele, und mehr ist es nicht gewesen. Ja, und wenn er was gefunden hat, hat er daran auch nicht festgehalten. Also es gab ja schon, Lichtblick ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich fand die Hereinnahme von Donis gegen München gar nicht so verkehrt. Auch da muss man vielleicht sagen, hat Taifun Korkut überhaupt kein Gespür, wie er einfach auch mal so eine gewisse Stimmung erzeugen kann. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, als er da Donis rausnimmt und die ganze Kurve, hätte ich fast gesagt, aber es war eigentlich das ganze Stadion, beginnt zu pfeifen, das war ja vorhersehbar, weil Donis mit der engagierteste war von allen Spielern, die auf dem Platz standen. Und selbst wenn du da taktisch noch großartig was umstellen möchtest, bin ich der Meinung, musst du als Trainer das Gespür haben, dass du den Spieler jetzt vielleicht nicht vom Platz nimmst, weil er halt mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, noch ein Stück weit ein Zeichen gesetzt hat gegen die Übermacht, möchte ich mal sagen, der Bayern. Man kann sich's heute fast gar nicht mehr vorstellen, aber damals war es tatsächlich so. Und gleiches gilt für Maffeo, der nach seinem Auftritt gegen Bayern, den ich gar nicht schlecht fand, direkt dann, direkt auf die Tribüne geschickt wurde. Oder ja, war es nochmal ein Bankplatz? Aber ja, er ist eigentlich ja nach außen vor gewesen. Also, ist halt auch sowas, was ich Taifun Korkut ankreiden würde. Und dann erinnere ich mich, da muss ich jetzt hier Martin ansprechen, an einen Tweet relativ früh in der Saison. Da hast du mal geschrieben, Martin, dass du das Gefühl hast, dass da schon wieder irgendwas nicht stimmt zwischen Mannschaft und Trainer. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das nach dem Mainz oder nach dem München-Spiel war. Deswegen drängt sich natürlich für mich die Frage auf, ob man die Entlassung nicht dann doch schon hätte früher durchziehen müssen. Es war nach dem München-Spiel. Das war das Spiel, wo Gomez gesagt hat, ich glaube, die Grundaussage, ich krieg's jetzt nicht mehr 1:1 hin, die Grundaussage war, es gab Murren mehr oder weniger in der Mannschaft. Es gab Kritik aus der Mannschaft für die Aufstellung, und auch Zieler und ich glaube sogar Gentner gesagt haben, ja, wir sind viel zu tief gestanden. Das heißt also, die Vorgabe, die der Trainer uns gemacht hat, war eigentlich nicht gut. Und wenn drei deiner absoluten Führungsspieler das in Interviews nach dem Spiel sagen, in dem Moment kannst du eigentlich den Trainer entlassen, da ist durch. Oder die zweite Möglichkeit ist, du musst es komplett auf die harte Tour machen und deine Führungsspieler rausschmeißen, Trainingsgruppe 2, was auch immer. Aber diese Aussagen, die waren eigentlich so, da gingen alle Alarmglocken an. Wenn die Spieler sich so offen hinstehen und kritisieren, dann ist schon wieder irgendwas grundsätzlich falsch gelaufen, weil eigentlich, das machst du nicht öffentlich, das machst du nicht in einem Interview. Da kannst du sagen, ja, scheiß Spiel, was auch immer, blöd gelaufen, wir konnten es nicht umsetzen, was wir uns vorgenommen haben, irgendwas Belangloses. Aber wenn du so offensichtlich den Trainer kritisierst und es von drei Leuten, dann ist irgendwas im Busch, und ich glaube, da hat schon nicht mehr gestimmt, weil gefühlt wollte die Mannschaft nicht so defensiv spielen. Und das ging aus diesen Aussagen sehr deutlich hervor. Wenn drei Spieler sagen, wir stehen zu tief und quasi auch in der Mannschaft gab es Murren ob der Einstellung des Trainers, ja, ich glaube, dann ist das Kind echt schon in den Brunnen gefallen, und konsequent wäre gewesen, da ihn bereits rauszuschmeißen. Aber da stimme ich natürlich deinen Aussagen von vorhin zu. Das kannst du natürlich schwer ja, verargumentieren, was du da machst. Also im Sinne von, jetzt haben wir irgendwie einen zweiten Spieltag und wir werfen den Trainer raus, der in der Rückrunde erfolgreich war. Jetzt die ersten Spiele waren gegen Mainz und München. Das Berühmte, in Mainz kannst du verlieren und gegen die Bayern sowieso, aber da dann den Trainer rauszuschmeißen, ich glaube, das konnte sich in dem Moment beim VfB auch keiner leisten. Es wäre vermutlich sehr konsequent gewesen, und wir wären jetzt vielleicht schon wieder auf einem besseren Weg.
Wobei, das möchte ich auch nochmal ansprechen, diese Aussagen, die dann häufig nach Niederlagen oder auch nach Unentschieden getätigt wurden. In Mainz kannst du mal verlieren, das hast du gerade schon angesprochen, auch mit München. München zählt im Endeffekt nicht mehr dazu. Grüße nach Gladbach und nach Berlin und natürlich auch nach Augsburg, die sind ganz froh, dass das noch zählt. Die wissen noch gar nicht, dass sie die Punkte abgezogen bekommen am Ende des Saisons. Das ist ein bisschen ärgerlich für die, weißt du? Die bei uns drauf? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, aber das sind halt auch so Art und Weise, das ist auch so eine Art und Weise, die kann ich eigentlich nicht akzeptieren. Und das ist mir auch schon aufgefallen, als man in Dortmund verloren hat, als man das immer so versucht zu relativieren. Und damals, möchte ich sagen, waren es Warnsignale, die man einfach ignoriert hat. Aber wenn du natürlich gegen Rostock, gegen Mainz und dann auch gegen München komplett untergehst, keine Tore schießt, dann sind das natürlich mehr als Warnsignale. Dann kannst du dich nicht hinstellen und versuchen, das durch ja einfach eine besondere Heimstärke der Mainzer zu erklären. Selbst wenn du das so siehst, finde ich, da sind wir wieder bei dem Punkt, kann man das als erfahrener Spieler mit Sicherheit anders ausdrücken. Also da möchte ich auch nochmal die sogenannten Führungsspieler vielleicht oder an die appellieren, dass man sich da einfach auch mal anders positioniert und auch mal sagen kann, dass was scheiße ist und einfach, dass man das nicht umgesetzt hat, wie du es im Endeffekt gerade gesagt hast. Wir setzen das gerade nicht um, was der Trainer uns vorgibt und deswegen verlieren wir in Mainz, obwohl der Anspruch eigentlich wäre, dass wir hier gewinnen. Ich finde, da ist auch nichts dabei, wenn man sowas kommuniziert. Aber irgendwie kriegen das unsere Spieler selten hin. Mario Gomez hat so eine leichte Wandlung, habe ich das Gefühl, in den letzten Wochen durchgemacht, dass er schon deutlicher das nach außen hin verkörpert, was mir gefallen würde, was das Thema Kapitän zum Beispiel angeht. Ja, also da merke ich schon eine Entwicklung. Hatte auch meine Zweifel bei Gomez, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade in der Rückrunde hat er oft wieder seine typische Gomez-Lethargie, möchte ich mal sagen, durchscheinen lassen. Gerade wenn es dann irgendwelche Aktionen gibt, die gegen ihn gepfiffen werden oder gar nicht gepfiffen werden, dann ist er manchmal beleidigt und bleibt einfach liegen. Das hat er so ein bisschen abgelegt in den letzten Wochen. Das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja, aber ein Christian Gentner zum Beispiel, da hätte ich mir schon erwünscht einfach, dass er dann nach vorn tritt, die Probleme klar benennt und sich nicht dann mehr oder weniger versucht, mit irgendeinem Quatsch rauszureden. Nochmal die Frage, und die möchte ich erstmal mit einem weiteren Monolog einleiten. Und zwar, ich war immer dagegen, das habe ich vorhin schon gesagt, Korkut relativ schnell und relativ früh zu entlassen, weil ich der Meinung bin, ein Trainer muss die Möglichkeit haben, ja, nachzujustieren. Ich habe auch gerade erklärt, für mich hat sich das erledigt, nachdem er in Hannover im Endeffekt was völlig nicht Nachvollziehbares auf den Platz schickt und dann war das Thema für mich auch durch. Ich weiß aber von euch beiden, dass ihr eigentlich wirklich schon von Anfang an, als es nicht so gut lief, zumindest Zweifel hattet und dann war der eigentlich auch, denke ich mal, ganz klar dafür, den Trainer zu entlassen. Ron, ist das jetzt ein Fehler von Reschke, dass er da nicht den Mut hat, zu sagen, okay, das bringt ja nichts mehr, ich ziehe die Notbremse, bevor das Ding halt völlig gegen die Wand fährt und wir dann wieder Tabellenletzter sind, so wie wir es jetzt aktuell sind? Oder ist das einfach ja auch ein Ritt auf der Rasierklinge, dann da nicht ja wie der absolute Depp dazustehen und Martin hat das vorhin gesagt, den Trainer dann so früh zu entlassen, dass man wieder davon spricht, dass in Stuttgart ja irgendwie immer alles drunter und drüber gehen würde? Ich glaube, dass da spielen beide Aspekte rein. Also zum einen ist es natürlich so, dass Korkut nach der Entlassung von Wolf ja sehr, sehr schnell präsentiert werden konnte und sich das Reschke, aber auch Dietrich da schon groß auf die Fahne geschrieben haben, sich dann natürlich auch im Licht des Erfolges gesonnt haben. Wenn ich da auch mal an die letzte Mitgliederversammlung zum Beispiel zurückdenke, das war ja wirklich schon Folklore. Von daher tut man sich natürlich schwer, sich von seinem Trainer sozusagen zu trennen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, dass ich mir auch gar nicht so sicher bin, ob Reschke das wollte, ja, ob er es gestern wollte, oder ob es wirklich dann Dietrich war, der am Ende gesagt hat, nee Junge, jetzt ziehen wir mal die Reißleine. Glaubst du denn, dass Reschke überhaupt Korkut wollte? Er hat zwar immer so ausgelegt, dass Korkut sein Wunschtrainer gewesen wäre, aber glaubst du das, dass Korkut wirklich bei Reschke die Nummer 1 war, nachdem Wolf entlassen wurde oder wie auch immer man das ausdrücken möchte? Na, die Nummer 1 war es ja nicht. Also das damals war ja schon Weinzierl zum Beispiel im Gespräch, der dann abgesagt hat. Also Korkut war. Entschuldigung, ich muss die Nummer unterbrechen. Aber Reschke hat ja immer behauptet, Korkut wäre seine Nummer 1 Lösung gewesen. Ja, das mag sein. Er hat ja auch nach dem Spiel behauptet, die Trainerfrage stellt sich nicht. Also ich glaube, da ist auch viel Außendarstellung mit dabei. Aber Korkut war definitiv nicht die Wunsch- und A-Lösung
meiner Einschätzung nach. Nichtsdestotrotz war es sein Trainer, den er geholt hat, auch nach der Sache, wie es mit Wolf gelaufen ist. Und da hält er natürlich schon dran fest. Ob man jetzt da im Hinterkopf hatte, wir können als VfB nicht schon wieder einen Trainer entlassen oder die ersten sein diese Saison, ich weiß es nicht. Ich hoffe am Ende eigentlich nicht, weil so professionell muss man sein, dass man dann da auch drüber steht. Aber ja, ich glaube, es war sehr viel Entscheidung vom Präsidenten am Ende, der den Daumen gesenkt hat und Michael Reschke das jetzt dann ausführt und vertritt. Ob er so schnell gehandelt hat, weiß ich nicht. Ja, das ist die große Frage, ob Reschke jetzt noch weiter an Korkut festgehalten hätte. Er hat ja behauptet, er hat deswegen die Aussage so getätigt, also nach dem Spiel, dass die Frage des Trainers sich nicht stelle, weil er damit nicht noch mehr Staub aufwirbeln wollte. Und er hat das immer so ein bisschen argumentiert, dass Taifun Korkut dann wahrscheinlich auch ein Leidtragender davon gewesen wäre, wenn man das direkt so gesagt hätte. Ich persönlich habe das als eher unprofessionell empfunden, weil ich der Meinung bin, das kannst du anders kommunizieren. Du kannst es zwar im Prinzip so ausdrücken, in die Richtung gehen, ja, wir diskutieren jetzt nicht über den Trainer, aber man muss das vielleicht ein bisschen anders formulieren. Und ich finde schon, dass Michael Reschke sich dann mit dieser Trainerentscheidung, auch wenn das kurzfristig funktioniert hat, danach eigentlich, geschadet ist vielleicht ein zu großes Wort, aber so ein bisschen was haftet halt schon an, weil es kann ja nicht sein, dass sich ganz Fußball-Deutschland völlig täuscht in Taifun Korkut. Also ich habe wirklich bei niemanden irgendwie im Blog oder auch im Podcast gehört, Mensch, Korkut ist ja eine Bombenlösung in der aktuellen Situation. Es war ja im Endeffekt jeder überrascht, dass Taifun Korkut überhaupt irgendein Spiel gewinnt mit dem VfB Stuttgart. Und von daher kann man ja schon sagen, okay, der Reschke hat Glück gehabt, der Dietrich dann mit dazu. Das ist sowieso der Sonnenaugust, der sofort da ist, wenn es irgendwie gut läuft. Wenn es schlecht läuft, gibt's den eigentlich im Endeffekt nicht. Jetzt kommt er wieder so ein bisschen aus dem Loch raus und grinst sich da ein. Finde ich auch alles irgendwie wahnsinnig merkwürdig. Würde jetzt wahrscheinlich einen Rahmen sprengen, wenn wir das jetzt auch noch aufarbeiten, was in Wolfgang Dietrichs Kopf ab und zu mal abgeht. Ja, aber also für mich zumindest, Martin, da kann ich dich auch nochmal fragen, ist es schon so, dass an Reschke da so ein bisschen was haften bleibt. An Dietrich sowieso, aber das hat, ich habe es gerade schon angedeutet, noch ganz andere Gründe. Vor allen Dingen mit die Vertragsverlängerung, die wir da feiern sollten, so möchte ich es mal sagen. Ja, als uns das, als der große Coup bei der Mitgliederversammlung 2018 präsentiert wurde, nicht nur, dass wir den FC Bayern mit 4-1 besiegt haben und das dann nochmal in epischer Länge bestaunen und bejubeln mussten bei der Mitgliederversammlung. Nein, wir haben es auch geschafft, den absoluten Welttrainer noch ein weiteres Jahr zu verpflichten und ihm schon mal so 3,5 Millionen im Voraus vorzuschießen, die er sich jetzt abholen kommen darf. Martin, nach außen hin sieht es eher nicht wie ein professionell geführter Bundesligist aus, würde ich mal sagen, oder? Da war irgendwie gefühlt zu viel Emotion im Spiel. Du hast es gesagt, die tolle Rückrunde, das 4-1, das war ja auch von den Ergebnissen, war ja alles toll. Wir haben uns auch gefreut, das steht ja alles außer Frage. Ich glaube, da war eben ganz viel Emotion da und wer jetzt wirklich federführend für diese Vertragsverlängerung war oder zu sagen, generell, wir verlängern das überhaupt, das würde mich wirklich auch interessieren. Ging das von Dietrich aus, ging das von Reschke aus? Reschke, der gesagt hat, hey, den müssen wir jetzt festnageln, sonst wird er uns hier in der nächste Saison, da stehen die alle Schlange. Oder Dietrich gesagt hat, Mitgliederversammlung in der Woche, wir müssen irgendwas präsentieren. Hast du einen Spieler? Nee, Spieler habe ich gerade noch nicht. Das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Das dauert noch ein bisschen. Trainer verlängern? Ja, Trainer verlängern. Super, der ist ja gerade total beliebt. Ich weiß es nicht. Das fände ich wirklich sehr, sehr interessant, wie die Entscheidung entstanden ist. Weil, fairerweise muss man wirklich sagen, du hast die Summe angesprochen. Es stehen circa, also die Verlängerung, diese ein Jahr Verlängerung für das Trainerteam, liegen die Kosten ungefähr bei 3,5 Millionen. Und das ist für einen Verein wie den VfB Stuttgart verdammt viel Geld. Also es ist wirklich verdammt viel Geld. Und da bin ich mir auch schon sicher, da werden auch intern ein paar Fragen kommen. Das ist vielleicht nicht direkt vom VfB, aber in der AG sitzen ja auch noch ein paar andere Leute, oder die da noch was zu sagen haben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da mal eine Frage kommt zu Leute, was habt ihr euch dabei gedacht? Ich meine, 3,5 Millionen einfach so rauszublasen, finden wir jetzt auch nicht so direkt lustig. Also ich kann mir schon vorstellen, da dürfen sich Dietrich und Reschke noch die ein oder andere Frage anhören, weil das, wie gesagt, ist weder professionell meines Erachtens. Es gab ja Stimmen, die haben gesagt, du musst verlängern, du kannst nicht mit dem Trainer in die Saison gehen, der nur noch einen Jahresvertrag hat. Das sehe ich wirklich komplett anders. Es wäre
komplett legitim gewesen, zu sagen, pass mal auf, das war jetzt echt eine super Rückrunde und es hat uns echt tierisch gefreut. Jetzt starten wir mal in die neue Saison rein und im Herbst setzen wir uns zusammen. Ich wüsste nicht irgendeinen, der gesagt hat, sag mal, ihr habt doch nicht alle Latten im Zaun, ihr müsst sofort mit dem verlängern. Alle hätten gesagt, Mensch, das sieht vernünftig aus, das sieht irgendwie, das sieht durchdacht aus. Weil wir kennen alle den VfB. Wir wissen, so oft werden Trainer eben im Herbst entlassen. Und wäre jetzt gut in den Herbst reingestartet und man hätte dann verlängert, dann hätten wirklich alle gesagt, super, Mensch, gut, dass ihr den noch mal ein Jahr gehalten habt. Das freut uns jetzt wirklich. Aber wir hätten uns verdammt noch mal 3,5 Millionen gespart. Ja, und auch wahrscheinlich, vielleicht wäre es auch anders gelaufen insgesamt. Also kann man natürlich jetzt nur drüber spekulieren, aber vielleicht schwierig, ja. wäre die Entwicklung auch eine andere gewesen. Weiß ich nicht, aber auch wieder die Außendarstellung, ja, und wie man sich jetzt dann darüber im Endeffekt unterhalten muss, wer kommt eigentlich auf so eine aberwitzige Idee, einfach nur aufgrund, und ich bin da bei dir, ich glaube eher, dass es von Dietrich ausging, der einfach seinen Mitgliedern was Besonderes noch bieten wollte. Es reichte halt nicht, da den Einspieler von Sky immer wieder laufen zu lassen. Es musste noch ein Bonbon geben und die Leute haben es ja im Endeffekt dankend angenommen. Ja, das war also wirklich das Highlight, als mit Taifun Korkut verlängert wurde. Und Ron, du warst ja auch bei der Mitgliederversammlung. Und ich glaube, wir haben uns alle nur noch fragend angeschaut und gedacht, was geht denn mit euch ab? Also beim VfB eine Trainer, also eine Amtszeitverlängerung des Trainers im Vorfeld, ja, das ist ja so viel wert wie, weiß ich nicht. Also, da kannst du halt nichts drauf geben. Die hätten mit dem auch 100 Jahre verlängern können und ich wäre trotzdem nicht in Euphorie ausgebrochen, weil es bedeutet noch lange nicht, dass beim VfB dann Kontinuität einkehrt. Leider Gottes, muss man dazu sagen. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, die ich noch abschließend stellen will, bevor wir dann vielleicht nochmal ganz kurz darauf blicken, wer denn der neue Trainer werden könnte. Welche Rolle eigentlich jetzt diese Spieler wie ein Christian Gentner spielen, also die sogenannten Führungsspieler. Man hört das immer wieder, dass der Gentner vielleicht nicht nur einen Trainer auf dem Gewissen hat. Ich kenne das alles nur vom Hörensagen. Mir ist das zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, als Hannes Wolf entlassen wurde und sich danach vor allem die jungen Spieler verabschiedet haben von Hannes Wolf. Und es wirkte auch so, dass die schon ein bisschen angefasst waren von dieser Entscheidung und nicht ganz so zufrieden waren, dass der Trainer einfach weg war. Und auf der anderen Seite hat man nicht zuletzt durch Daniel Ginzek das Gefühl bekommen, dass gerade so Spieler wie ein Daniel Ginzek, wie ein Christian Gentner, vielleicht auch ein Holger Badstuber, der Meinung waren, was will uns der Typ eigentlich erzählen? Der hat noch nicht mal selber Bundesliga gespielt. Beziehungsweise hat einfach nicht die Klasse als Trainer nachgewiesen bislang. Ja. Ron, wie siehst du das? Ist das ein großes Problem, dass wir innerhalb der Mannschaft haben, dass es da zu viele Egoisten gibt, die ihre eigene Show da durchdrücken wollen und ihre eigenen Interessen vertreten und sich eben nicht in den Dienst der Mannschaft und des Vereins stellen? Also ich hatte das auch dieser Tage im Blog mal geschrieben und nehme da bewusst vielleicht auch eine etwas extremere Position ein. Aber ich stelle mir in diesem Zusammenhang halt auch die Frage, geht ja nicht nur um Korkut, sondern auch um die Horden von Trainern, die vorher da waren in kurzer Zeit. Was steckt denn da dahinter? Und da muss man sich da mal anschauen, welche Konstanten es denn im Verein geben könnte. Weil irgendwie muss es mit etwas zusammenhängen, was sich aber Jahre hin durchzieht. Sportvorstände und Präsidenten können es eigentlich auch nicht sein, weil auch die haben wir oft genug gewechselt. Es müssen Leute sein, die im Verein welche Strippen ziehen können, ob es jetzt im Verein ist oder außerhalb, Berater, wie auch immer. Und ich komme da aber tatsächlich auch auf eine Konstante und die heißt tatsächlich Christian Gentner. Und da fällt es mir, und das ist aber auch spekulativ zugegebenermaßen, wissen kann man es nicht genau, fällt es mir nicht so schwer, darauf zu kommen, dass er da schon auch schaltet und waltet und mitunter eben auch mal den Daumen hebt oder senkt, je nachdem, um was es da geht, sei es jetzt irgendwelche Taktiken, Aufstellungen, Trainer, sonst was. Zumindest ist es aber so, dass es schon fortgesetzt eine Gruppe von Spielern immer wieder geben muss, die da ein Lager bilden mit einigem Einfluss und diesen Einfluss auch geltend machen. Das war auch in der Vergangenheit immer schon mal wieder Thema, dass dem so sein könnte. Und ich glaube tatsächlich auch, dass da schon ein Stück weit was Wahres dran ist. Martin, kannst du dir vorstellen, dass es beim VfB ähnlich läuft wie in den 90ern? Beim FC Bayern München, dass die Spieler sich dann beim
Manager in dem Fall damals beim FC Bayern, Uli Hoeneß, ausholen kommen, dass der Trainer irgendwie zu hart trainiert oder die Sprache nicht richtig spricht und dass man noch da mal was tun muss. Kannst du dir vorstellen, dass das von Spielern wie Christian Gentner ausgeht? Also erstmal, viele, die mir folgen, wissen mit Sicherheit, dass ich kein großer Gentner-Fan bin. Das liegt jetzt nicht unbedingt, weil ich sage, er ist ein schlechter Spieler. Das ist er wirklich nicht. Ich finde, er ist kein geeigneter Kapitän. Und ich glaube einfach, dass er ein sehr gutes Standing in dem Verein hat. Das heißt, er hat einfach seine Aussagen oder seine Worte finden Gehör. Das tun sie mit Sicherheit. Sein Bruder ist ja auch beim VfB. Also das heißt, ich glaube, so die Familie Gentner, die kann mit Sicherheit mal etwas sagen und das wird auch angehört. Das haben dieses Glück haben andere Spieler vielleicht nicht unbedingt. Er ist es mit Sicherheit nicht allein. Das geht auch gar nicht. Wäre er der Einzige, das würde nicht funktionieren. Ron hat es schon gesagt, der muss es schaffen, oder ich glaube, er schafft es einfach, gewisse Spieler um sich zu scharen, also so eine Clique an Spielern zusammenzubekommen, die dann einfach gemeinsam echt ein Wort haben. Und man hatte jetzt wirklich bei Wolf sehr, sehr gutes Gefühl, oder ich hatte sehr wirklich dieses Gefühl, den etwas arrivierten Kräften war das zu, in Anführungsstrichen, anstrengend, was Wolf da mit ihnen vorhatte. Weil Wolf ganz, ganz viel mit Taktik und während im Spiel und verändern und im Angriff so und wenn ihr in der Verteidigung seid, dann formiert ihr euch so. Letztendlich das, was modernen Fußball ausmacht. Oder und man könnte ja auch spüren, dass er junge Spieler ranführen möchte und die etablierten, arrivierten Spieler vielleicht Angst haben mussten, dass es nicht mehr reicht für den Stadtplatz. Genau, und er hatte ja auch Gentner am Anfang ja mal rausgenommen, der ist ja dann durch Verletzungen von anderen wieder reingekommen. Das hat Christian Gentner ihm bestimmt nicht sonderlich, da war ihm mit Sicherheit nicht sonderlich gut gelitten, das auf jeden Fall. Und ich kann mir dann schon vorstellen, dass der dann irgendwann mal bei Reschke oder bei Dietrich stand und gesagt hat, also ehrlich, Jungs, also das, was der da trainiert, damit kommen wir nicht voran. Damit werden wir nicht erfolgreich sein. Und da schon so ein paar Sachen fallen lässt, wo die Herren ins Grübeln kommen. Der wird mit Sicherheit nicht hinlaufen. Dafür ist der Mann viel zu intelligent und sagen, schmeiß den raus. Das wird er mit Sicherheit nicht machen. Aber schon mit Sicherheit Sachen fallen lassen, die vielleicht dem Trainer dann nicht so positiv ausgelegt werden. Und da bin ich wirklich sehr überzeugt, dass Wolf eher mit den jüngeren Spielern besser umgehen konnte, weil die waren lernwillig. Die wollten das aufsaugen, weil sie kannten das wahrscheinlich so aus ihren Jugendmannschaften, wo sie das gelernt hatten. Die kannten es vielleicht auch teilweise von ihren Nationalmannschaften oder halt Junioren-Nationalmannschaften, dass man da einfach sehr variabel spielt. Und das wollte ja Wolf, oder hat es eben auch versucht, beim VfB zu machen. Und ich glaube einfach, gelinde gesagt, der älteren Generation war das einfach zu dumm. Und wie es Ron gesagt hat, Junge, du hast nicht mal Bundesliga gespielt, was willst du eigentlich von uns? Und das Merkwürdige ist, man hat ja gespürt, dass Wolf gerade die jungen Spieler vorangebracht hat. Also ich erinnere mich da an die Anfangszeit von Chatrak Akolo. Ja, das ist ja ein ganz anderer Spieler gewesen als jetzt, obwohl er jetzt im Wittmann-Camp sich einen stählernen Body angeschwitzt hat. Aber es war ja auch vom Selbstvertrauen her ein ganz anderer Spielertyp. Und was er aus dem Pavard gemacht hat, ja, das ist einfach großartig, wenn ich mir vorstelle, ich möchte jetzt nicht wieder ja so in Erinnerung schwelgen, aber trotzdem, wenn ich mir vorstelle, was ein Wolf vielleicht aus einem Maffeo, aus einem Sosa machen könnte, und da gibt es bestimmt auch noch andere Spieler, die ganz interessant wären, Kopac ist da vielleicht zu nennen, González natürlich, da bin ich sehr, sehr enttäuscht, dass der Trainer nicht mehr bei uns ist. Was ich mich noch frage, ist natürlich auch, wie es Gentner dann trotzdem immer wieder schafft, in die Startelf zu kommen, weil ich bin natürlich jetzt nicht unbedingt ein Experte, was das Thema Fußball angeht und Taktik, ja, aber ich sehe ja trotzdem, wie so ein Spiel läuft. Und da habe ich das Gefühl, dass Christian Gentner wirklich immer der Bremsklotz ist, wenn es so mal schnell gehen soll. Also er steht eigentlich mit seiner Art Fußball zu spielen, da passt er einfach fast nicht mehr in diese Zeit. Ja? Also wenn überhaupt, dann im zentralen Mittelfeld, aber auch da sehe ich ihn überhaupt nicht. Aber mit seiner Art, wie er den Außenbahnspieler interpretiert, passt er eigentlich nicht mehr in die Bundesliga. Trotzdem steht er eigentlich regelmäßig unter Korkut in der Startelf. Da gab es eigentlich kaum eine Überlegung, den nicht aufzustellen. Ja, wie kann das sein? Also wie kommt das? Das ist, Ron, vielleicht kann ich dich das mal fragen. Du bist ja auch regelmäßig im Stadion. Martin, du auch. Ich weiß, ich wollte damit nicht sagen, dass du nicht ins Stadion gehst. Kein Thema. Nee, aber es ist halt trotzdem so eine Frage, die ich mir stelle. Wie schafft der Mann das, immer wieder in der Startelf zu stehen? Das kann wieder nur mit seinem Standing zusammenhängen.
Also anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich meine, man muss einschränkend sagen, Christian Gentner hat letzte Saison wirklich zu großen Teilen, insbesondere nach seiner Verletzung, wirklich richtig gute Spiele abgeliefert, wo er wirklich eine Stütze war, wo er die Mannschaft auch mitreißen konnte bis zum gewissen Grade und wirklich was geleistet hat. Diese Saison allerdings steht er auch, wie fast jeder andere Spieler, muss man sagen, steht er schon ziemlich neben sich und rechtfertigt durch seine Leistung tatsächlich die Aufstellung, diese regelmäßige Aufstellung nicht mehr. Da bin ich völlig dabei. Und woran es dann liegt, mir fällt da, wie gesagt, wirklich nur ein, dass Gente dann quasi nicht auf die Bank zu setzen ist und wenn dann nur als im fortgeschrittenen Spiel in der Auswechslung, aber nicht von Anfang an. Keine Ahnung, wobei man wie er das hinbekommen kann, hat. Hat da vielleicht Taifun Korkut, ich möchte jetzt nicht sagen Angst oder so, aber scheut er da vielleicht das Risiko, dass er sich da mit Unruhe in die Mannschaft holt, dass er Gentner auf die Bank, also wenn er Gentner auf die Bank setzen würde? Naja, also da denke ich auch nochmal an das erste Spiel der letzten Saison zurück, das Pokalspiel, wo Gente ja eigentlich auf der Bank sitzen sollte. Ja, das hat Wolf ja so entschieden und der nur reingerutscht ist, weil Baumgartl die Gehirnerschütterung dann noch hatte und kurzfristig ausgefallen ist. Und irgendwie, das ja, mag jetzt auch Verschwörungstheorie sein oder wie auch immer, aber das war für mich so ein bisschen der Anfang vom Niedergang. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass ich da kein Trainer die Blöße geben will, sich da mit Gente oder mit der Clique wie auch immer anzulegen. Ja, weil auf der anderen Seite denke ich mir halt, wenn das Standing eines Spielers ein Aufstellungskriterium ist oder wäre, könnte man eigentlich auch einen Thomas Hitzesberger wieder mitnehmen, weil er hat auch ein gutes Standing bei uns beim VfB. Aber das kann es halt nicht sein. Also ich finde, es muss schon auch irgendwo ein Leistungsnachweis erbracht werden. Und das war für mich halt auch ein Spieler, wie viele andere, da gebe ich dir recht, die mehr oder weniger nicht diese Leistung gebracht haben, die ich gerne gesehen hätte. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich habe es bei dir gehört, Martin, im Podcast, ihr habt da ja auch letzte Woche eine Ausgabe aufgenommen. Ich denke dann halt, dann müssen vielleicht junge Spieler eher den Vorzug bekommen, wenn man ansonsten auf dem Platz jetzt nicht den großen Unterschied sieht. Ja, und da gab es ja schon ein paar Alternativen für Christian Gentner, die vielleicht jetzt nicht besser sind unbedingt auf dem Platz, aber für die Zukunft dann vielversprechender sind. Das auf jeden Fall. Aber nochmal zu Gentner und warum er vielleicht auch spielt. Also wir wissen alle nie, wie das Training läuft. Das ist so ein Punkt, der natürlich einfach uns allen immer bei der Einschätzung fehlt. Da ich habe keine Ahnung, ob er zum Beispiel beim Training, ob er da immer richtig gut aussieht und auch die Mannschaft anleitet und der Trainer quasi eigentlich auch sagt, um den komme ich ja gar nicht rum. Das ist ja was, das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht einschätzen. Und eigentlich würde ich wirklich davon ausgehen, dass ein Trainer, der jetzt neu da ist, natürlich, der Gentner ist der Kapitän, damit ist er ja quasi schon mal fast gesetzt. Das ist ja, der erfüllt sich natürlich auch so ein bisschen, das ist so, ja, jetzt nicht eine selbsterfüllende Prophezeiung, aber das ist ja dann erste, auf den neuen Trainer auch zugeht. Genau, ja. Richtig, das wollte ich damit sagen. Genau, ja. Das ist ja der Erste, das ist der Kapitän und das ist definitiv der Erste, mit dem du sprichst. Und danach vielleicht mit dem Mannschaftsrat oder wie auch immer. Und der wird halt sagen, ja, pass mal auf und so, und das lief halt die letzten Wochen nicht so gut und das war nicht so toll. Und dann wird, denke ich, auch ein neuer Trainer wird vermutlich erstmal den Kapitän wieder aufs Feld schicken. Ist erstmal nicht unwahrscheinlich, ja, vor allem wenn er dann auch im Training sieht, der ist bemüht, der Gentner hängt sich rein, doch, dann ist es, glaube ich, schwer zu sagen, ich lasse den nicht spielen. Was danach dann passiert und warum er dann eben, wenn er die Leistung auf dem Platz, wie jetzt zum Beispiel unter Korkut in der Hinrunde, die Leistung auch überhaupt nicht auf den Platz bringt, warum er dann trotzdem spielt, Das ist echt so eine Frage, die versuche ich irgendwie seit Wochen und Monaten oder bald Jahren zu klären. Und mir wurde sehr glaubhaft versichert, mal off records, dass an diesen Verschwörungstheorien eigentlich nichts dran sei. Also das war ein von mir geschätzter Journalist, der mir das gesagt hat, meint, also er kann es nicht sehen. Er verfolgt das auch schon sehr lang, aber er kann es eigentlich nicht sehen. Jetzt weißt du natürlich auch nicht, der ist in keiner Teambesprechung mit dabei, ja. Der ist ja auch nicht immer dabei. Also
alles weiß er natürlich auch nicht, was dort passiert. Aber das möchte ich fairerweise auch mitgeben. Also nicht, dass jetzt denken, wir hauen jetzt hier alle nur auf den Gente drauf. Das möchte ich auch hier einmal entgegenhalten. Nee, im Prinzip geht es mir auch nicht darum, irgendeinen Spieler jetzt für alles verantwortlich zu machen. Aber man sucht um Gottes Willen, das geht auch gar nicht. Genau. Man sucht nach so vielen Jahren und nach so vielen Chaosjahren, so muss man es ja im Endeffekt schon bezeichnen, irgendwo natürlich ja nach Gründen dafür, weil inzwischen hat man alles tausendmal durchgekaut und man befindet sich immer wieder am selben, oder man kommt immer wieder dahin, wo man eigentlich dachte, das ist der Tiefpunkt, ab hier kannst du nach vorne gehen. Und das ist das, was natürlich auch enorm frustrierend ist und ja, ein Stück weit muss man sich immer wieder neu motivieren, den ganzen Quatsch mitzumachen, aber ja, so ist es halt, wir lieben den Verein und sind wahrscheinlich gewillt, noch ganz andere Sachen mitzumachen. Aber es reicht dann jetzt auch. Also es soll kein Ansporn sein, jetzt nochmal die Schraube etwas weiter zu drehen. Übrigens lese ich gerade, Kenan Kocak wurde freigestellt. Das ist vielleicht ein guter Punkt, jetzt über einen neuen Trainer zu sprechen, der natürlich dann demnächst anstehen wird oder sich hier vorstellen wird beim VfB. Aktuell hat Andreas Hinkel die Leitung im Training, macht das interimsweise. Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich werde jetzt mal ein paar Namen nennen und ich würde mich dann freuen, wenn ihr kurz mal mit einer Gefühlsregung darauf reagieren könntet. Und ich fange mal unten an, ja, in der unteren Schublade. Mirko Slomka. Gut, reicht schon. Und wahrscheinlich geht es so weiter. Thorsten Frings, ich übergehe das jetzt mal, sonst wird das, glaube ich, zu albern. Thorsten Frings, Jens Keller, Raphael Wicki, Martin Schmidt, das sind alles Namen, die ich gelesen habe in Verbindung mit dem VfB Stuttgart. Also ich bin nicht jetzt auf transfermarkt.de gegangen und habe da mal geguckt, wen man so nennen kann. Nein, das sind wirklich Namen, die mit dem VfB in Verbindung gebracht wurden. Martin Schmidt, André Schubert, Frank de Boer, Jürgen Klinsmann, Roger Schmidt, Markus Gisdol, Peter Bosch, Peter Stöger, Andreas Hinkel auch, also dass er es weitermacht als Chefcoach dann letzten Endes, Ralf Hasenhüttl und Markus Weinzierl. Jetzt kann man vielleicht noch Kenan Kocak mit auf die Liste schreiben. Martin, wenn du dir einen aussuchen dürftest, er muss nicht auf dieser Liste stehen. Ich wäre nicht böse, wenn es ein anderer wäre. Wer wäre es dann? Ich habe das heute mal versucht aufzuführen. Mir wäre es einfach wichtig, dass der VfB sich von Namen löst und sagt, was ist denn unsere Anforderung? Wie wollen wir Fußball spielen? Was für einen Kader haben wir? Und welcher Trainer könnte für den Kader und die Art, Fußball zu spielen, passen? Und einfach, wenn es nachher am Ende einer aus dieser Liste ist, dann ist es auch einer aus dieser Liste. Ich hoffe wirklich, dass der VfB nicht den Fehler macht, nur zu sagen, wer ist denn gerade frei verfügbar und wer hat einen Namen? Und wer kennt die Bundesliga? Das wäre meines Erachtens sehr, sehr ungeschickt. Sie haben wirklich die Chance, dadurch, dass Länderspielpause ist, sich vielleicht ein, zwei Tage mehr Zeit zu lassen. Aber guckt bitte in Ruhe, wer passt denn? Wer könnte passen? Und der VfB scheint sich immer irgendwie zu scheuen, eine Ablöse für einen Trainer zu zahlen. Klar, aus der Bundesliga wirst du niemanden loseisen können. Zweite Liga könnte gehen. Ausländer, also Schweiz oder Österreich, da könntest du Trainer vielleicht auch loslösen. Und wenn sie das Gefühl haben, dass der passt, ja, dann zahlt man verdammt nochmal auch eine Ablöse, weil wir zahlen so viel an Gehältern weiter von einem gefeuerten Trainer, dann macht ein bisschen Ablöse für einen Trainer dann auch nichts aus. Das wäre mir eigentlich das Wichtigste. Mir ist kein Namen wichtig. Ich muss einfach das Gefühl haben, der passt zum VfB. Reschke und Trainer passen zusammen, weil sie die gleiche Philosophie haben, die gleiche Idee. Das ist eigentlich das Wichtige. Und wie der Typ dann heißt, und ob der davor Bundesliga trainiert hat, ist mir persönlich scheißegal. Aber du glaubst. Also im Prinzip schilderst du ja das Modell Schindelweiser Wolf jetzt so ein bisschen. Ja, also unabhängig von den Namen, sondern jemand, der eine Idee hatte und dann sich umgeschaut hat, wer passt denn zu dieser Idee? Jein. Also wenn sie am Ende draufkommen, dass Weinzierl, also einfach mal den Namen zu nennen, der in letzter Zeit am häufigsten fällt, dass das der Richtige ist, dann ist es okay. Ich hoffe nur, dass sie einfach eben nicht so engstirnig sind und nur auf diese Liste, transfermarkt.de, wer ist denn gerade frei, wer kostet keine Ablöse, wer hat Bundesliga trainiert, gucken. Das fände ich wichtig. Und wenn es am Ende eher ist, okay, kann ich mitleben, ist in Ordnung. Aber ich hoffe eben, dass sie sich weiterreichende Gedanken machen. Da glaubst du denn, es gibt eigentlich so eine Vereinsphilosophie, die umgesetzt werden soll mit dem Trainer? Weil wenn ich immer höre, was so das Anforderungsprofil ist, dann frage ich mich immer, ob man da nicht ein bisschen zu viel verlangt. Also man möchte zum einen, dass die Mannschaft weitergebracht wird, dass schöner Fußball gespielt wird, dass man aber auch die älteren Spieler mit einbindet. Also man möchte im Endeffekt alles. Die eierlegende Wollmilchsau. Ich hoffe, das stimmt jetzt. So klingt das manchmal ein bisschen für mich.
Da kommen wir zu einem Thema, was dem VfB, glaube ich, echt noch fehlt, ist diese Identität, spielerisch oder wo wollen wir denn hin? Dadurch, dass wir so viele Trainer, so viele Sportdirektorenwechsel haben, kommt da natürlich auch nie eine einheitliche Linie rein. Das ist mit Sicherheit ein Problem. Und du musst eigentlich aktuell halt einen finden, von dem du denkst, es passt halbwegs zu dem, was wir da haben. Der ist aber auch in die Richtung, in die wir hingehen wollen, der korrekte Trainer. Es ist sehr schwierig, weil, wie gesagt, wir werden immer wieder diese zusammengewürfelten Mannschaften von unterschiedlichen Sportdirektoren und Trainer haben. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Problem dieses Hamsterrades. Ich hatte, gebe ich ja zu, das wissen auch die meisten, ich hatte die Hoffnung, dass mit Schindelmeiser und Wolf wir aus diesem Karussell rausgekommen wären. Wir sind es leider nicht. Ob es funktioniert hat, wissen wir natürlich auch nicht, um Gottes Willen. Aber da hatte ich das Gefühl, wir kommen raus. Und jetzt sind wir eigentlich wieder drin. Und deswegen ist, finde ich, so der nächste Trainer für uns eigentlich recht wichtig. Und dieses Thema Philosophie oder Idee, da hat Thomas Hitzelsberger, vielleicht hört es irgendwann an, den ich hiermit grüßen möchte, beim Elf-Freunde-Saison-Rückblick in Stuttgart gesagt, quasi ein Verein kann das gar nicht haben oder das geht gar nicht, weil man so oft über den Haufen wirft, wegen Trainerentlassungen. Und da dachte ich so, nein, um Gottes Willen, komplett die falsche Einstellung, weil eigentlich der Verein muss für irgendwas stehen und du holst den Trainer, der dazu passt. Das muss das Ziel sein. Es schaffen andere Vereine auch, VfB leider nicht. Und gibt's für dich einen idealen Trainer, der jetzt übernehmen müsste oder aus deiner Sicht ja, den VfB jetzt da wieder nach oben, und damit meine ich übrigens nicht die Champions-League-Plätze, sage ich gleich noch dazu, sondern ich meine damit eher einen gesicherten Mittelfeldplatz führen könnte. Also ich möchte mich da eigentlich im Prinzip tatsächlich komplett dem anschließen, was Martin gesagt hat. Ich finde es auch nicht wichtig, welcher Name kommt. Selbst wenn es nachher einer wird, den man jetzt vielleicht im ersten Moment abgelehnt hat, aber sich dann rausstellt, dass es einfach passt und Dinge funktionieren, die man selber jetzt von außen vielleicht auch nicht gesehen hat, ja, dann ist es fein. Am Ende, ich meine, das wurden ja jetzt Reschke und Dietrich auch wieder nicht müde zu betonen, geht es um den Verein und um keine Namen und Befindlichkeiten Einzelner. Zumindest sollte es so sein und es gilt auch für die Wahl des Trainers. Wenn der den VfB weiterbringt, alles gut. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass so eine gewisse Erwartungshaltung im Umfeld schon da ist? Also es muss schon irgendjemand sein, den man schon mal gehört hat, so in der Art. So kommt es mir jedenfalls vor. Ich glaube, die Erwartungshaltung kommt eher daher, dass da vielleicht auch ein bisschen die Fantasie oder unterschließe mich gerne auch selbst mit ein, auch das Wissen darüber fehlt, wer denn jetzt tatsächlich auf dem Markt ist, der abseits der ersten Seite bei transfermarkt.de vielleicht ein interessantes Profil haben könnte. Ja, das stimmt schon. Also das ist auch für mich ein Problem, wenn ich so überlege, wer wäre denn ein idealer Trainer? Aber ich denke mal, wenn ich so eine Frage beantworten könnte, weiß ich nicht, ob ich das nicht zum Job machen würde, dann. Es könnte. Würdest du wahrscheinlich keinen Podcast heute aufnehmen, ja, ganz richtig. Ehrlich. Sondern telefonieren. Mit mir ein Reschke telefonieren vielleicht. Nee, aber es ist ja schon die Frage, wer könnte denn da passen? Und ich habe dann heute auf Twitter mal so geschrieben, ich hätte gar kein Problem damit, wenn man sagt, lass den Hinkel mal machen. Nicht, weil ich davon überzeugt bin, was der irgendwie für eine Arbeit leisten würde, weil ich weiß es ja im Endeffekt nicht. Aber bevor ich mir dann halt wieder irgendeinen Trainer hole. Gerade so zu dem Thema Weinzierl, da wollte ich halt auch noch sagen, ich habe ja damals auch mitbekommen, so wie ihr ja auch, dass der VfB, wie gesagt, da auch mal Kontakt hatte nach der Wolf-Entlassung. Und da gab es ja so ein paar Geschichten. Zum einen, er wollte wohl zu viel Geld. Und dann fand das auch nicht so toll, dass sich Reschke im Vorfeld auf Schalke erkundigt hat, wie so die Zusammenarbeit war mit Weinzierl. Also bei, wie heißt denn der Sportvorstand bei Schalke? Jetzt komme ich nicht drauf. Heidel. Genau, Heidel. Ja. Und das ist irgendwie schon so, da habe ich jetzt nicht unbedingt so Bock drauf, den jetzt hier beim VfB zu sehen, weil das wirkt von vornherein nicht wie eine Liebesbeziehung, sondern eher wie so ein, ja, ein Restaurant, hätte ich fast wieder gesagt. Aber es wirkt auch für mich nicht so richtig stimmig. Und ich möchte auch nicht so ein vorbelastetes Trainerverhältnis wieder haben, ähnlich wie bei Taifun Korkut, obwohl man mit Sicherheit ihm da auch Unrecht tut, wenn man, bevor er überhaupt irgendwas gemacht hat, schon im Endeffekt sagt, er kann ja nichts leisten oder er wird ja keinen Erfolg haben. Und da gab es ja genügend, die das getan haben. Trotzdem würde ich es halt schön finden, wenn man sich jetzt wirklich für einen Trainer entscheidet, der
vielleicht nicht mit dieser Hypothek dann gleich ins Amt gehen muss. Es ist schon schwer genug, die ersten Spiele gegen Dortmund und gegen Hoffenheim gewinnen zu müssen. Im Endeffekt sind wir ja schon in der Situation, wo es jetzt zumindest mal Punkte sein müssen. Also verlieren sollte er die Spiele nicht. Und man muss hier, glaube ich, wirklich sehr vorsichtig sein, wie man jetzt entscheidet. Weil es kann auch ganz schnell so eine Katastrophensaison werden. Ich möchte nicht beschreien wie 15, 16, weil es fängt schon wirklich verheerend an für uns. Und ja, den idealen Trainer, wie gesagt, da geht's mir so wie euch. Ich kann es nicht sagen. Ich sehne mich nach so einem Glücksgriff, wie es die Bremer zum Beispiel hinbekommen haben. Zumindest jetzt ja über ein paar Monate mal, aber das sieht schon sehr, sehr gut aus mit Kohfeldt. Und vielleicht bei Bremen muss man ja vorsichtig sein. Die sind ja immer neuer Trainer irgendwo aus dem Amateur- oder irgendwo Bereich hochgeholt, aus dem Jugendbereich. Dann wird erstmal die Rückrunde gewuppt, dann wird am Anfang von der Hinrunde gewuppt und dann geht's aber auch ganz schnell wieder runter. Also ich bin ja bei so einer Beurteilung von Trainern immer so ein paar Monate mehr. Das ist ja das, was ich auch so versucht habe, in der Rückrunde zu sagen, lasst mal die Hinrunde, die nächste, anfangen, dann können wir über diesen Trainer urteilen. Jetzt noch nicht. Und das ist bei Bremen ist es oft der Fall. Da solltest du übrigens recht behalten. nee, aber es stimmt natürlich, klar, du kannst jetzt noch nicht abschließend sagen, dass Kohfeldt der Glücksgriff schlechthin war für Bremen, weil, ja, wir können nicht in die Zukunft gucken, aber zumindestens erkennt man, was der Trainer da in Bremen vorhat und ich sehne mich halt nach sowas, dass ich einfach meine Mannschaft sehe, verstehe, wo der Trainer hin will und auch sehe, wie er versucht, Spieler besser zu machen, damit sie das umsetzen können, was er sich so vorstellt. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das Gefühl hatte man zuletzt beim VfB Stuttgart, als Hannes Wolf hier Trainer war, und Jan Schindelmeiser ging da auch in die richtige Richtung, aus meiner Sicht zumindest. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die dann immer wieder sagen, ja, da kommen sie wieder, die Leute, die Hannes Wolf, eine Trainer hinterher vereinen und weiß der Kuckuck was. Es geht mir persönlich noch nicht mehr so sehr um den Trainer Wolf, sondern es geht mir darum, dass der Trainer für eine Philosophie stand, für ein Spielsystem, dass man sich ungefähr, man wusste, auf was man sich da einlässt. Und ein Stück weit stand er auch, und das ist jetzt ein großes Wort, für Hoffnung, für eine bessere Zukunft für den VfB Stuttgart. Daraus, dass man vielleicht dann die Fehler gut analysiert hat und daraus gelernt hat. Und das hat man natürlich wieder über Bord geworfen. Und Martin, du hast es, glaube ich, vorhin gesagt, wir sind jetzt wirklich wieder da, wo wir eben vor 2-3 Jahren schon waren. Wir gucken uns auf dem Trainerkarussell um und es sind die üblichen Namen. Und man hat das Gefühl, dass man alle 10, wenn man Glück hat, alle 12 Monate den nächsten Restart bewältigen muss. Ja, es klingt irgendwie alles ziemlich scheiße, wenn ich das so vor mir her blapper. Aber es ist auch momentan ziemlich scheiße, wenn man ehrlich ist. Gut, Trainerfrage konnte man nicht lösen, habe ich auch nicht erwartet. Nichtsdestotrotz hat es mir viel Spaß gemacht, mit euch jetzt hier über den VfB ein bisschen zu sprechen. Das stand schon lange auf meiner To-Do-Liste. Da möchte ich auch nochmal die schönen Abende, es waren erst 2 für mich, beim Stuttgarter Tweetpass ansprechen. Da kann man euch nämlich treffen. Ihr seid da regelmäßig am Start und ich denke mal, ihr habt nichts dagegen, wenn da noch ein paar Leute mit dazukommen. Wenn jemand mal Bock hat, kann er ruhig vorbeischauen. Sehr gerne. Ja, kann man sich auch. Und dann wird man nämlich sehen, im Realleben sind die gar nicht so schlimm, die Jungs. Nee, absolut nicht. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es ist erstmal komisch. Es ist komisch, wenn man das erste Mal hingeht. Aber man bereut es nicht. Man möchte wieder dabei sein. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Man muss nur aufpassen. Das wollte ich doch kurz sagen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu sehr über die Marketingstrategie des VfB herzieht, wenn der falsche Nebensitzer neben einem sitzt. Ich habe so eine Vermutung. Ja, und man lernt aus Fehlern. Der kann das ab. Ja, ich denke auch, der kennt uns lang genug. Man hätte mich aber wenigstens mal vorwarnen können. Ich konnte es wahrscheinlich nicht, weil du am Ende ein Ende saßt. Das war das Problem. Ich saß ja quasi Tisch genau einmal, anderes Ende. Ja. Jetzt weiß ich es zumindest. Ist trotzdem ein netter Kerl. Ja, absolut. Und das gilt auch für alle, die da beim Tweetpass am Start sind. Also das ist wirklich eine sehr schöne Gesellschaft. Und ich freue mich da wieder auf den nächsten Termin, der ja dann im Oktober anstehen wird. Ja, aber wie gesagt, nochmal vielen Dank an euch. Auch nochmal eine kleine Entschuldigung zu Beginn. Da war es bei mir ein bisschen holprig. Lag daran, dass ich meinen Zettel nicht gefunden habe, auf dem ich mir Folgendes notiert habe. Der Ron war heute zu Gast. @brustring1893 auf Twitter. Bekannt von der Nachspielzeit. Und ich glaube, alles, was der Ron so ins Internet posaunt, kann man ganz gut auf brustring1893.de nachlesen, Ron. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergessen. Nein, wunderbar, alles korrekt. Hört bei ihm rein.
Und vor allen Dingen lest auf Twitter, gleiches gilt für Martin, @2_4_2, da gibt's immer schöne Beiträge und auch manchmal bissige, die mag ich eigentlich. Also das lese ich mir immer gern durch und schmunzel dann manchmal auch während den Spielen, weil ich mir richtig vorstellen kann, wie du rot anläufst und ganz schnell auf deiner Tastatur rumtipperst am Handy oder so. Ihr könnt Martin auch regelmäßig beim Brustring-Talk hören und jetzt weiß ich's wieder. meinsportradio.de. Mensch, ich höre es doch immer. Genau. Also auch da gibt's den lieben Martin mit tollen Spielvorschauen zu den jeweiligen VfB-Spielen. Immer Freitag, nee, Donnerstag nehmt ihr das auf, oder? Oder wird's ausgestrahlt? Genau, in der Regel, wenn das Spiel, also wenn es ganz normale Spielewochenende ist, wird's donnerstags aufgenommen, geht Donnerstag oder Freitags dann online. Also hört da mal rein. Überhaupt unterstützt die VfB-Podcasts. Ich gehe davon aus, dass wenn ihr mich gefunden habt, dann dürftet ihr die anderen auch gefunden haben. Aber macht das. Wir sind alle kleine Podcaster und sind darauf angewiesen, dass wir so ein paar Hörer dazu gewinnen. Weil die Arbeit ist gut, die die Jungs machen. Also nochmal vielen Dank, Ron. Vielen Dank, Martin. Ich hoffe, wir hören uns nicht allzu ferner Zukunft wieder und können dann zusammen irgendwas feiern. Das hoffen wir doch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Also schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.